Terminator, leite den Vortrag ein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, Eigenbausprachassistenten. Mein Name ist Terminator und das ist mein Kollege. Christian Stankovic. Ja, auch von mir nochmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, Sprachassistenten und wie man diese offline und ohne Cloud betreiben kann. Werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Zuerst schauen wir uns mal an, warum macht man sowas überhaupt? Also sich einen Sprachassistenten selbst bauen, das mag für viele nach einem exotischen Hobby klingen oder nach einem Auftrag, der in die Richtung geht, wie mache ich mein Leben spannender? Dann gucken wir uns an, welche Hardware typischerweise für so einen Sprachassistenten Sinn macht und welche Open Source Frameworks es dafür gibt. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe an Frameworks, die man dafür benutzen kann. Und dann würde ich euch gerne mit Node-RED und Raspi so eine beispielhafte Implementation zeigen und dann am Ende euch ein bisschen erzählen, welche Funktionen ich mir so für die nächsten Monate vorgenommen habe. Aber zuerst mal, warum machen wir das überhaupt? Also prinzipiell ist es so, Sprachassistenten sind schon lange omnipräsent und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Also es ist schon cool, wenn man einen Assistenten hat, der einem eben einfach bei alltäglichen Aufgaben hilft und sowas macht wie einen Tea-Timer stellen oder das Wetter ansagen, wenn man gerade einfach mal zu faul ist, aus dem Balkon herauszutreten. Und gerade in Verbindung mit Heimautomatisierung, die in den letzten Jahren auch immer prominenter geworden ist und auch immer günstiger geworden ist, ist es halt ein sehr mächtiges Werkzeug. Denn dann kann ich so Dinge tun, wie ich kann beispielsweise per Sprachkommando mein Licht anschalten oder kann meine Heizung fernsteuern. Und das große Problem bei den fertigen Produkten am Markt ist meiner Meinung nach, dass man eben einfach eine starke Abhängigkeit von der Anbietercloud hat. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eben ein Produkt von Google benutze, bin ich auf die Google Cloud angewiesen. Bei Amazon ist es die Amazon Cloud. Und was da aber eigentlich noch das größere Übel ist, ist die Tatsache, dass Datenschutz da eher zweitrangig betrachtet wird. Also eher eine fragwürdige, untergeordnete Rolle spielt. Ich will euch hier auch gar nicht lange mit dem Thema Datenschutz auf die Nerven gehen, also das soll jetzt ja hier auch kein Aluhut-Talk werden, aber hier mal so ein paar Schlagzeilen, die ich persönlich interessant und auch auf der anderen Seite sehr schockierend fand. Also ist ja mittlerweile schon bekannt, dass Amazon und Apple-Mitarbeiter durchaus Aufnahmen mithören, ja, wenn so ein Assistent mal versehentlich mithört, um die User Experience zu optimieren. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Aber erschreckend und interessant zugleich fand ich die Tatsache, dass Amazon ein Patent beantragt hat, um auf Basis der Audioaufnahmen passende Werbeangebote für Kranke zu unterbreiten. Und das ist halt schon echt ein dickes Ding. Also auf sehr vielen Ebenen meiner Meinung nach äußerst fragwürdig, wenn auch technisch durchaus interessant. Ebenso interessant ist die Tatsache, dass es eine Cloudcam von Amazon gibt in den USA, mit der man eben einfach von unterwegs schauen kann, dass kein Einbrecher in der Wohnung ist. Und auch da wird eben mal mitgeschnitten, hat Bloomberg darüber berichtet. Und was ich auch sehr interessant finde, eine Studie der Ruhr-Universität Bochum und des Max-Planck-Instituts Bochum über sogenannte Accidental Triggers. Ja, das Ganze findet ihr unter dem Schlagwort Unacceptable Privacy. Da wurde auch in den Medien drüber berichtet, also sowohl auf den gängigen Fachportalen wie Heise als auch im Fernsehen. Was da gemacht wurde, da wurden einfach verschiedene Assistenten, verschiedene Hersteller, also Google, Amazon, Apple, so die gängigen, wurden aufgebaut, mit Sensoren versehen und Stunden und Tage lang mit Fernsehprogrammen und Serien beschallt. Und dann so eine Auswertung gemacht, wo die eben auslösen, wo sie eigentlich gar nicht auslösen sollten. Und daraus ist eine Liste entstanden mit über 1000 Worten, die definitiv nicht der Name des Assistenten sind, die dann aber trotzdem ausgelöst haben. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann man sich auf der Webseite ein bisschen informieren. Und um das Ganze jetzt mal abzurunden und abzuschließen, wie gesagt, wir wollen uns hier eher über die Technik unterhalten, ist folgendes Bild. Und das beschreibt ganz gut, wie die Menschen so das Thema Datenschutz sehen. Also im Bekanntenkreis und leider auch zuweilen im Fachkreis ist es so, dass Leute sagen, ja, Datenschutz, total wichtig. Da lege ich Wert drauf. Und dann sagt man im nächsten Satz aber, ja, aber so eine Amazon Alexa, die funktioniert halt einfach, die macht, was ich will, das ist schon cool. Also so diese Schnittmenge zwischen Datenschutz und Usability, das ist ein problematisches Thema. Und damit lassen wir es dabei. Wir unterhalten uns jetzt mal eher über die Motivation. Ja.
Also prinzipiell ist es schon möglich, so einen Offline-Sprachassistenten zu bauen. Nur muss einem klar sein, dass so ein Offline-Derivat natürlich schon Einschränkungen gegenüber so einem Fertigprodukt wie eben Amazon Alexa hat. Also es ist eben so, dass so Cloud-Dienste, die verfügen halt über schier unerschöpfliche Rechenkapazität. Also niemand weiß genau, wie viele Tausenden Millionen Server sich in den Clouds der großen Anbieter befinden. Und es herrscht natürlich auch ein gewisser Verhaltensüberschuss. Also dadurch, dass halt eben die Assistenten mitlauschen und Leute das Ganze bewerten und optimieren, werden diese Dienste natürlich immer besser. Also so eine Spracherkennung von so einem kommerziellen Produkt, die ist schon gut, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das funktioniert deswegen, weil halt eben einfach sehr viele Leute diese Dienste nutzen und möglicherweise, ohne es zu wollen, immer weiter verbessern. Und wenn ich eben mir sowas lokal selbst baue, dann sind natürlich meine Hardware-Ressourcen limitiert. Ja, also so ein Einplatinenrechner hat halt eben einfach nicht so viel Compute-Power wie so ein weltweites Cloud-Rechenzentrum. Und die Benutzerdaten sind natürlich auch beschränkt. Also man hat halt keine tausende Benutzer, die das immer weiter trainieren, sondern das beschränkt sich auf die eigene Familie. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und insbesondere, wenn man so komplexe Kommandos hat, also sowas wie nenne mir drei deutsche Linux-Fachkongresse, das ist halt schon ein Hindernis, weil da ist schon eine immense Leistung dafür vonnöten, um das eben umzusetzen. Und diese funktionale Spracherkennung ist so ein bisschen immer die Frage des Tunings. Also gerade wenn man so an das Thema Dialekt und Slang denkt, da muss man schon ein bisschen tunen und ein bisschen an den Stellschrauben drehen, dass das auch wirklich für den Alltag funktioniert. Also man muss ein bisschen mehr Arbeit und Zeit investieren. Das muss einem vorher klar sein. Ansonsten rate ich da schon von ab, das selbst zu machen. Wenn man einfach was will, was man in die Steckdose steckt und sowas funktioniert, ist halt nicht ganz so möglich. Vielleicht an der Stelle so ein kurzer Exkurs, wie funktioniert denn überhaupt Spracherkennung? Da ist es prinzipiell so, die ganzen Assistenten haben natürlich Mikrofone, mehrere in der Regel auch, so zwischen 3 und 6, meistens sind so 4-Kanal-Mikrofone. Die nehmen natürlich die Sprache auf, das wird digitalisiert. Der erste Schritt besteht dann darin, Filter anzuwenden, um beispielsweise Hintergrundgeräusche zu entfernen. Ja, also beispielsweise die Kreissäge vom Nachbarn im Hintergrund oder das heulende Radio, das muss natürlich rausgefiltert werden. Und dann, wenn man diese Information hat, dann kann man so ein bisschen den Frequenz- und Zeitverlauf errechnen. Ja? Und somit ist dann so eine Software in der Lage, eben zu differenzieren zwischen Vokale, also die Geräusche, die unsere Stimmbänder produzieren, und eben die Laute, die unser Mundraum auch generiert. Ja? Und wenn man dieses Verhältnis so ein bisschen rausgerechnet hat und eben differenzieren kann zwischen Vokalen und Lauten, dann kann man eben diese Audiodatei auf vorab trainierte Laute untersuchen. Und das nennt man auch Phoneme. Ja? Und da ist es vor allen Dingen im Deutschen aber deswegen auch problematisch, weil die deutsche Sprache eben mehr Phoneme als Buchstaben enthält. Also wenn man mal so daran denkt, das einfache S, das Doppel-S, das SCH, da muss eine Software in der Lage sein, diese Phoneme auch zu differenzieren. Und wenn man das dann geschafft hat, wenn also dann die Phoneme bekannt sind, dann kann so eine Software eben diese Phoneme in Buchstaben wieder konvertieren und kann eben erkennen, okay, das war jetzt ein S oder ein Doppel-S. Und das kann man dann auch wieder gegebenenfalls korrigieren, ja? Und kann dann eben zum Beispiel feststellen, ich habe jetzt ein Wort mit einem S erkannt, das müsste aber eigentlich ein Doppel-S sein. Dann wird das eben korrigiert. Und dann hat man ja eine Schnittmenge von erkannten Worten, die aneinandergereiht beispielsweise ein Satzfragment ergeben. Und das kann man dann eben einfach wieder an die nächste Komponente weitergeben. Also man stellt sich das immer sehr trivial vor, wie Spracherkennung funktioniert. Und das ist jetzt auch wirklich nur eine sehr oberflächliche Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Aber es ist schon relativ komplex. Ja, und das erklärt eben auch, warum es große Cloud-Dienste dafür gibt, weil das einfach ein komplexer Prozess ist und je mehr Rechenpower man hat, ne, viel hilft viel, gilt an der Stelle, desto besser wird dann die User Experience auch an der Stelle. Gut, warum habe ich das Ganze gemacht? Also meine Motivation bei dem Thema war, ich hatte folgende Anforderungen. Ich wollte die Außentemperatur via Internet auslesen, damit man einfach weiß, was ziehe ich heute an. Und dann habe ich so ein bisschen gebastelt und ich wollte auch die Temperatur und die Feuchtigkeit pro Zimmer wissen. Ja, also ich habe da so kleine ESP32-Mikrocontroller mir zusammengelötet, die halt einfach einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor haben
Und der ESP32 hat ja gegenüber dem Arduino beispielsweise den Vorteil, dass er nativ auch WLAN kann. Und die Platinen, die schicken halt per WLAN und MQTT ihre Werte einmal in der Stunde an ein System, das die Werte vorhält. Ja, also das wollte ich halt auch irgendwie mit reinkriegen. Und ich wollte auch, dass man Steckdosen an- und ausschalten kann über das Netzwerk. Da habe ich so relativ alte IP-Steckdosenleisten noch zu Hause rumliegen gehabt, die man eben nativ über eine Web-Oberfläche oder über eine Web-API ansteuern konnte. Und das wollte ich da irgendwie auch noch mit reinkriegen. Dann, gerade in Zeiten, wo man eigentlich immer nur zu Hause sitzt und jeder Tag so ein bisschen dem anderen ähnelt, Datum, Uhrzeit vorlesen. Und wenn man dann doch mal Besuch hat, dann finde ich es immer lustig, wenn man auf Zuruf sich schlechte Witze erzählen lassen kann. Und last but not least wollte ich eben Internetradio und Musik auch darüber abspielen. Ja, das wollte ich halt eben selbst bauen und selbst die Hoheit über die Daten behalten und nicht so eine fertige Lösung benutzen, weil dann hat man eben nicht die Hoheit über die Daten. Das war mir sehr wichtig. Gut, zum Thema Hardware. Was nimmt man für so einen Assistenten überhaupt? Prinzipiell so die typischen Anforderungen an so eine Hardware von einem Sprachassistenten ist, die Leute wollen was haben, das soll möglichst energieeffizient sein, ja, also mit so einem kleinen USB-Netzteil laufen oder direkt am USB-Port betrieben werden können. Das soll möglichst klein sein, soll auch lüfterlos sein und ein Mikrofon soll natürlich auch drin sein. Also man will sich jetzt ja nicht mehrere Mikrofone irgendwo ins Regal stellen müssen. Dann soll das Teil natürlich auch schick blinken, wenn man irgendein Kommando gerade einspricht, wie man es von anderen Produkten kennt. Es soll einen coolen Rufnamen haben. Ach, und es soll natürlich auch nichts kosten. Ja, also es soll auch möglichst billig sein. Und das sind schon Anforderungen, die nicht ganz ohne sind. Und da ist so die erste Frage, die sich mir gestellt hat, was nimmt man denn idealerweise? Nimmt man so einen x86-Prozessor, so einen, keine Ahnung, Mini-Intel, Celeron, oder nimmt man was ARM-basiertes? Und da bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass x86-Prozessoren bis heute keine brauchbaren Hybrid-Designs haben. Ja, also beim Hybrid-Design spricht man davon, wenn man eben schnelle und effiziente Kerne kombiniert. Und je nach Anforderung wird eben entweder der schnelle oder der effiziente Kern angesprochen. Und solche Designs führt Intel jetzt erst nächstes Jahr ein. Es gab mit dem i5L16G7 schon so einen ersten Testkandidaten, der eben einen normalen Intel-Core mit einem, ich glaube, das war so ein Embedded Celeron-Core, den man in diesen USB-Stick-Rechnern hat, kombiniert hat. Und AMD hat gerade vor kurzem ein ähnliches Patent registriert, also da passiert erst in der Zukunft was. Und Stand heute gab es halt nichts Brauchbares und wenn, dann war es auch relativ teuer und nicht in dem Format zu finden, wie ich es gerne gehabt hätte. Und deswegen war die Tendenz da schon stark ARM, denn diese Hybrid-Architekturen, die gibt es in ARM ja schon seit Ewigkeiten, also schon seit 2011. Dort nennt man das oft Big Little. Und der Grundgedanke ist eben, dass man sagt, die effizienten Kerne, die übernehmen so Hintergrundaufgaben wie Mails abrufen oder irgendwie sowas. Und so leistungsstarke Kerne, die übernehmen halt anspruchsvolle Aufgaben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade ein Spiel starte oder wenn ich gerade eine App starte, die noch nicht im RAM liegt, dann läuft da eben dann der leistungsstarke Kern los. Und das gibt es halt eben schon lange. Also jeder, der heute ein Smartphone hat, das nicht unbedingt gerade 10 Jahre alt ist, hat dieses Designprinzip schon mit drin und ja, hat sich also schon am Markt etabliert. Und da habe ich halt rausgefunden, ARM ist halt einfach bedeutend effizienter und dabei günstiger und die Performance wächst ja auch stetig. Also wenn man mal guckt, was so der erste Raspberry Pi geleistet hat und was jetzt das aktuelle Modell leistet, und die Preise vergleicht, dann ist das schon echt eine beachtliche Entwicklung. Und es kostet trotzdem noch relativ wenig. Deswegen war mir relativ schnell klar, es soll halt so ein typischer SBC, so ein Single-Board-Computer sein. Und da gibt es zum einen mal die Raspberry Pi-Familie, also Pi 2, 3, 4 sind ja so die Modelle, die man meistens irgendwo in der Schublade noch antrifft. Oder eben, was auch sehr beliebt ist, sind diese Odroid-Devices von Hardkernel, die im Prinzip auch oftmals vergleichbar sind, so von der Bauweise, von den Schnittstellen, aber oftmals auch nochmal leistungsstärkere Prozessoren mit drin haben. Also es gibt von Hardkernel auch Intel x86-basierte Boards. Also da gibt es viel, die Auswahl ist groß. Raspberry Pi und Hardkernel Odroid sind halt nur die beiden bekanntesten, aber es gibt noch wesentlich mehr auf dem Markt. Ja, und da ich viel mit Raspberry Pis in der Vergangenheit schon gemacht habe, dachte ich, dann nehme ich auch das dafür. Deswegen hier mal so ein kleiner Vergleich zwischen den Raspberry Pis, die man so gängigerweise heute noch kaufen kann,
Es gibt einerseits die Zero-W oder Zero-WH-Familie und dann gibt es den schon etwas angestaubten Pi 2, 3 und relativ aktuell den 4er. Was einem da klar sein muss, ist die Tatsache, dass der Pi 0 und 2B, dass das halt reine 32-Bit ARM-Prozessoren sind, also noch eine ältere Generation, nämlich ARM 11 oder ARM A7. Und das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil die haben einerseits wenig Kerne, also einen Kern eben der 0 und der 2 hat zwar schon 4 Kerne, aber trotzdem ist die Rechenpower deutlich limitiert, was auch nicht unerheblich durch den RAM beeinflusst wird. Also mit 512 MB RAM oder einem Gig, da reise ich heutzutage einfach nicht viel mit. Da ist zwar die Stromaufnahme relativ gering, aber ist wirklich außerordentlich ungeeignet für so einen Sprachassistenten. Also meine persönliche Erfahrung ist, man sollte schon einen ARM V8 nehmen, also einen 3B oder einen 4B. Es gab zwar auch von dem 2B eine neue Revision, die auch schon einen 64-Bit-Prozessor hat, aber man ist wirklich, man will mindestens einen Raspberry Pi 3. Ansonsten wird es relativ träge mit Spracherkennung und bis ein Kommando ausgeführt wird. Und der Pi 4 bietet sich halt deswegen an, weil er ist nicht wirklich viel teurer als ein Raspberry Pi 3. Hat auch einen ARM V8, hat aber dafür schon 1,5 GHz und man kriegt den ja mittlerweile mit bis zu 8 GB RAM. Ja? Also ich habe jetzt hier so ein 4 GB Modell genommen, aber auch für einen geringen Aufpreis gibt es das Modell auch mit 8 GB. Aber für so einen Sprachassistenten reichen eigentlich auch 2 oder 4 GB aus. Also man muss sich da nicht in Umkosten stürzen. Aber hier klare Empfehlung, bitte den Pi 4 nehmen, wenn man irgendwo noch einen Pi 3 hat in der Schublade. Der tut es natürlich auch. Ansonsten beim Thema Mikrofon ist es so, da hat man mehrere Optionen. Eine Option wäre es, so ein USB-Mikrofon zu benutzen. Da ist aber meistens die Leistung nicht ausreichend. Also die USB-Mikrofone, die man so auf den gängigen Online-Portalen kriegt, das sind halt meistens so Dinger, die kann man mal nehmen für so eine kurze Webkonferenz. Aber um einen Sprachassistenten, der dann auch aus den Ecken des Raumes erkennen soll, woher das jetzt kommt, nicht unbedingt die beste Wahl. Eine andere Option wäre so eine USB-Soundkarte, gibt es ja auch so einen Adapter, wo man einfach so eine 3,5 Zoll Klinke mit dran hat. Da muss man dann aber auch wieder ein passendes Mikrofon dafür finden, wäre aber prinzipiell auch denkbar. Aber was eigentlich mehr Sinn macht und was man eigentlich eher haben will, sind diese Mikrofon-Arrays, die es als Shields mittlerweile gibt für diese Einplatinenrechner. Also zum Beispiel gibt es von Adafruit gibt's so ein I2S-Shield, das gibt es auch noch vom anderen Hersteller, beispielsweise wie ReSpeaker. Und das ist eigentlich das, was man haben will, was auch Sinn macht. Um das mal kurz zu erklären, was das bedeutet, diese Shields, diese I2S-Shields, das sind eben Inter-IC-Sound-Chip-Mikrofone quasi. Und das ist so ein unidirektionaler serieller Bus, der halt speziell nur für digitale Audiodaten entwickelt wurde. Der eine oder andere von euch kennt bestimmt auch dieses I2C, also dieses Inter-Integrated Circuit von Philips. Und das wurde halt auch von Philips entwickelt, also I2S und I2C sind zwei Entwicklungen von Philips. Und der Vorteil bei so einem Shield ist halt eben, das kann ich einfach auf diese 40-Pin GPIO-Leiste aufsetzen und dann habe ich alles schon mit drin, was ich brauche. Ich muss nicht extra mit einem Mikrofonkabel irgendwo ranlöten oder muss mir einen Adapter bauen. Ich stecke das drauf und es funktioniert eben einfach. Und deswegen sollte das auch prinzipiell für andere SBCs funktionieren. Also viele Einplatinenrechner sind ja bewusst so gebaut, dass sie wie der Raspberry Pi aussehen, in die Gehäuse passen und auch die Extensions eben drauf passen. Das heißt, das sollte man dann auch an anderen Rechnern benutzen können. Es gibt aber auch USB-Fassungen, wenn man das jetzt eben in einem anderen Format gerne hätte. Ja, und Seed Studio ReSpeaker ist halt ein relativ bekanntes Produkt davon. Das ist speziell für den Raspberry Pi konzipiert. Das hat nämlich auch noch so eine RGB-LED-Leister und dann kann man auch diese Animationen nachbauen, die man jetzt beispielsweise bei einem fertigen Sprachassistenten hätte. Und das Schöne ist, es gibt auch Treiber nativ für Linux und macOS, sodass man das da auch dann direkt betreiben kann. Um da mal so einen kurzen Überblick zu geben, also die vier Produkte, das sind so die gängigen gerade von denen. Wie gesagt, es gibt auch von anderen Herstellern andere Produkte. Von daher, wenn ihr da einfach mal guckt, im Netz in den üblichen Maker-Stores, da gibt es auch andere, die im Prinzip baugleich sind. Aber es gibt das USB-4-Mic, das ist eben die USB-Variante. Da habe ich einen Mono-Output sogar, das heißt, ich kann da auch Ausgabe drüber machen, über einen Headphone-Jack. Das hat 12 RGB-LEDs, die man da benutzen kann
um eben Animationen zu generieren, und es wird halt per USB angeschlossen, hat 4 Mikrofone. Dann gibt es 3 verschiedene Ausführungen für den Raspberry Pi. Das sind Shields, die ich einfach aufstecke, und die haben dann entweder 2, 4 oder 6 Mikrofone, werden alle über dieses I2S angesteuert und haben dann zwischen 3 und 12 LEDs, die man ansteuern kann. Das 2er und der 6er hat auch einen Stereo-Output, und das 4er jetzt nicht, aber der Output beim Sprachassistenten, den macht man ja in der Regel sowieso über HDMI oder über den Headphone-Jack auf dem SBC. Preislich liegen die so zwischen 12 und 80 Euro, je nachdem, was man will. Deswegen finde ich, dass das 4er Mic Shield eigentlich ist ein guter Kompromiss, so preis-leistungstechnisch auch. Ich habe 4 Mikrofone, was eben auch eine gute Leistung dann bietet für Spracherkennung. Es geht also dann auch vom anderen Ende des Raums beispielsweise. Aber ich habe auch LEDs, und den Output, ja, den braucht man sowieso meiner Meinung nach eher nicht auf dem Shield. Sieht dann so aus, das ist hier einfach so ein Shield, das um hier den 40-Pin-Header für den Raspberry Pi hat. Das hat dann hier diesen AC108-Controller, auf der anderen Seite hier die 4 Mics plus die LEDs, die als Ring angeordnet sind. Ja, also dann kriegt man wirklich 1:1 die Animation hin, die man von den kommerziellen Sprachassistenten her kennt. Und hat dann hier unten aber auch nochmal einen I2C-Port und einen normalen GPIO-Pin, den man dann nutzen kann. Also da könnte man sich jetzt so einen Schalter quasi auf einen GPIO-Port legen, um dann das Mikrofon auszuschalten beispielsweise. Ja, und mehr Infos gibt es hier eben. Um mal den LED-Strip zu zeigen, hier so ein kurzes Video. Ja, so sieht das Ganze aus, und das ist jetzt die Animation, ich glaube, von den Google-Sprachassistenten. Da gibt es eine fertige Library, da sind auch andere Muster einprogrammiert für die anderen Sprachassistenten, sodass man sich dann theoretisch, wenn man sich einen 3D-Drucker mal zu Hilfe nimmt, ein Gehäuse auch drucken könnte, das haargenau so aussieht wie so ein kommerzieller Sprachassistent, sodass es auch gar nicht so auffällt, dass es eben eine Eigenbau-Offline-Lösung ist. Gut, soviel zur Hardware. Schauen wir mal, welche Open-Source-Frameworks es gibt. Also prinzipiell gibt es relativ viele, und die Auswahl an Tools wächst auch. Wenn man da einfach mal nach Offline-Speech-Recognition auf GitHub sucht, dann wird man echt mit einigen großen Produkten oder Repos direkt erschlagen. Hier sind mal so ein paar aufgelistet, die ich mir mal konkret angeschaut habe. Das ist einmal Snips, einmal Sopare oder Sopare, weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, Raspi, Jasper und Naomi. Aber bevor wir uns die einzelnen Tools angucken, sollten wir auch mal kurz über die üblichen Begriffe und Komponenten sprechen, weil jedes Framework benutzt da im Prinzip die gleichen Ausdrücke, und dass man mal so ein bisschen versteht, was da was genau macht. Hier eine kurze Auflistung. Als Wake-Work bezeichnet man so ein Rufwort, auf welches der Assistent eben lauscht, ne? Also das typische Alexa, Siri. Als Gegenteil gibt es aber auch das sogenannte Passive Listening. Da ist es so, dass der Assistent immer mitlauscht und dann eben auch ohne Rufwort auf ein Kommando lauschen kann. Also auch das ist machbar. Wenn man Wake-Word implementiert, dann ist es wirklich so, dass der Assistent nur auf dieses eine Wort lauscht, und sobald dieses fällt, gibt es eben einen Ton, der abgespielt wird, und dann kann man sein Kommando einsprechen. Also es ist ja auch das, was man eben von kommerziellen Tools kennt. Dann gibt es, wenn man Passive Listening hat, sowas, das nennt sich VAD, das ist die Voice Activity Detection, die versucht dann zu erkennen, ob man jetzt gerade spricht oder ob es einfach andere Geräusche sind, die gerade da aufgenommen wurden. Und wenn dann ein Kommando eingesprochen wird, dann kommt eben das STT zum Tragen, und das ist eben Speech to Text, also die Spracheingabe. Dann wird eben versucht zu erkennen, das, was ich gerade in das Mikrofon reinspreche, in der Textfolge zu transferieren. Wenn man dann diesen Text aufgenommen hat, dann kommt das nächste System, das TTI, das Text to Intent. Und das versucht dann eben aus diesem Satzfragment ein Kommando abzuleiten. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, Temperatur auslesen in Badezimmer, dann sollte dieses System den Intent eben identifizieren, also das erkannte Kommando mit den Parametern, und sollte dann eben feststellen, Temperatur auslesen ist eben das Kommando, und Badezimmer in Badezimmer ist eben der optionale Parameter, der dann näher spezifiziert, wo die Temperatur auch ausgelesen werden soll. Und wenn man diese Informationen hat und man weiß, das ist ein Temperaturauslesen ist das Kommando und Badezimmer der Parameter,
dann gibt es den Intent-Handler, der dann eben entsprechend auf dieses Kommando reagiert. Also der weiß dann beispielsweise, Temperatur auslesen heißt, ich muss mit einem Temperatursensor kommunizieren oder eben per MQTT eine bestimmte Variable auslesen, nämlich für das Badezimmer beispielsweise. Und dann gibt es noch eine Option, das nennt sich Dialog Management. Das kann man da nutzen, um so ein Kommando zu präzisieren. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt Temperatur auslesen verstanden wurde, das Badezimmer aber nicht, weil man gerade genuschelt hat oder weil im Hintergrund der Fernseher läuft, dann könnte der Internethändler, wenn er mit Dialog Management kombiniert wird, dann eben sagen, ich habe den Raum nicht verstanden, bitte sag's nochmal, und dann würde man den Raum nochmal neu einsprechen. Oder man fragt nach dem Wetter und der Dialog Management Händler würde dann eben sagen, für heute, für morgen, für nächste Woche. Das wäre also auch machbar an der Stelle. So, und dann hat man dann irgendwann ein Resultat, ja, das eben hat dann die Temperatur ausgelesen oder das Wetter ausgelesen. Und dann kommt eben TTS zum Tragen, das ist Text-to-Speech und das ist dann die Sprachsynthese, die dann also schlussendlich den Text ausgibt, den man dann als Benutzer hört. Dadurch, dass der Sprachassistent an Boxen angeschlossen ist zum Beispiel. Um das nochmal grafisch darzustellen, wie das hier so abläuft, hier so ein Beispiel, zwei Möglichkeiten, einmal Wake Word, einmal Passive Listening. Hier zu sehen, irgendein Text, ja, bla bla, laberababa. Das wird erstmal ignoriert, denn es ist das Wake Word ist noch nicht gefangen. Also hier in dem Fall, hey Pinkepunk, ja, dann reagiert der Assistent. Dann kommt der nächste Input, denn ich frage, wie warm ist es im Bad? Da kommt dann eben Speech to Text zum Tragen. Nimmt das Ganze auf, leitet mittels Text to Intents daraus dann einen Befehl raus. Ja, wie warm ist es im Bad, ist eben der Parameter. Und wie warm, daraus ist dann klar, dass es um die Temperatur geht. Das benutzt dann der Intent-Händler, um beispielsweise über MQTT den Sensor im Bad abzufragen. Der antwortet dann sowas wie 38.0. Ja. Und das wird dann vom Intent-Händler entgegengenommen und in einen Satz konvertiert. Das ist dann der sogenannte Intent-Response. Das wäre dann beispielsweise Raumbad ist 38 Grad warm. Und das wird dann an die Text-to-Speech-Engine weitergegeben und die gibt dann eben aus Raumbad ist 38 Grad warm. Das Gegenteil dazu wäre dann das Passive Listening, das startet dann direkt mit Speech-to-Text im Prinzip. Also das Passive Listening würde dann beispielsweise auch im Fehlerfall irgendeine Fernsehsendung aufnehmen oder darauf reagieren, wenn es darum geht, Hauptsache der Satz, wie warm ist es im Bad, ist irgendwo drin. Also da kann auch zwischendrin was noch mit drin sein, aber der Assistent erkennt dann trotzdem in dem Satzfragment, dass da das drin ist, was ich gerade als Kommando definiert habe. Also wenn man Pech hat, ne, man guckt irgendeine Boulevard-Sendung und es geht darum, wie warm ist es bei Taylor Swift im Bad, dann würde auch das auslösen und würde dann eben die Temperatur lokal auslesen und ausgeben. Deswegen ist eigentlich Wake Word das, was man möchte und nicht das Passive Listening. Es sind auch meistens eher nicht so weit entwickelte Frameworks, die lediglich Passive Listening unterstützen. Bei dem Wake Word ist es so, da gibt es mehrere Frameworks. Es gibt zum Beispiel einmal Raspi Raven, das funktioniert rein offline, hat aber nur so eine mittelmäßige Funktionalität meiner Meinung nach. Dann gibt es Porcupine, das wirklich sehr gut funktioniert. Das funktioniert prinzipiell offline, wenn man vorgefertigte Wake Words nimmt. Wenn man seine eigenen aufnimmt, dann muss man die aber alle 30 Tage mit dem Tool neu trainieren. Ja. Dann gibt es Snowboy, dann gibt es Precise und Pocket Sphinx. Aber also Pocket Sphinx ist wirklich außerordentlich schlecht. Das funktioniert nicht, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das Precise ist so mittelmäßig. Snowboy ist ganz gut, ist aber wieder so ein Online-Zwang. Das heißt, eigentlich will man wirklich mit Porcupine arbeiten. Oder eben mit dem Raspi Raven, wenn es okay ist, dass das Wake-Word manchmal nicht so gut funktioniert. Zu den Wake-Words bei Porcupine sei gesagt, eigene Wake-Words müssen eben alle 30 Tage neu trainiert werden. Da gibt es dieses Pico Voice Optimizer Tool. Aber wenn man darauf keinen Bock hat, dann gibt es eben vordefinierte Wake-Words. Die liegen auf GitHub, die sind auch speziell für den Raspberry Pi vortrainiert worden. Das heißt, da wurde dann irgendeine Art von Machine Learning auf das Muster losgelassen. Da gibt es eben einige vordefinierte Wake-Words. Blueberry, Bumblebee, Grasshopper und mein persönlicher Favorit ist der Terminator. Und dann muss man das halt eben nicht alle 30 Tage trainieren und kann dann seinen eigenen Terminator ansprechen.
Gut, dann zum Thema STT. Da gibt es auch mehrere Frameworks, also die quasi Speech-to-Text machen, die Sprache in Text konvertieren. Ich arbeite meistens mit Pocket Sphinx, das funktioniert meistens ganz gut. Problematisch ist es halt, wenn im Hintergrund irgendwo ein Radio läuft oder man Besuch hat und die sind im Hintergrund am Schnattern, dann funktioniert das nicht ganz so gut. Aber das funktioniert dafür für sehr viele Sprachen, also Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch. Da ist echt sehr viel mit dabei. Dann gibt es aber noch, neuerdings habe ich festgestellt, Kaldi und Mozilla Deep Speech. Da kann ich halt nichts zu der Funktionalität sagen, weil die habe ich noch nicht ausprobiert und jetzt auch nicht ausprobieren können, denn ich habe das erst beim Erstellen dieser Präsentation festgestellt, dass es die ja neuerdings auch gibt. Aber bei Mozilla Deep Speech sei gesagt, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass Mozilla sein Team drastisch reduzieren musste aufgrund von finanzieller Notlage. Und da ist leider auch die Abteilung, die Deep Speech entwickelt hat, auch von betroffen. Prinzipiell gibt es aber Deep Speech, es ist auch Open Source, soll auch weiterhin gepflegt werden. Aber ist halt die Frage, wenn das Team bei Mozilla, das das hauptberuflich gemacht hat, wenn die halt eben jetzt nicht mehr das tun können, wer das dann macht. Aber falls ihr das mal testen wollt, das gibt es online, habe ich hier euch auch verlinkt und das kann eben auch Deutsch und Englisch. Bei Text-to-Speech ist die Auswahl sehr groß. Da gibt es mit Flight und eSpeak wirklich Urgesteine der Open-Source-Ecke. Also die gibt es schon seit 2001 und 2006. Und das hat auch bestimmt der oder andere von euch mal in irgendeiner Software mal festgestellt. Also zum Beispiel die Blindenunterstützung für Linux, die läuft meistens nativ über eSpeak. Klingt relativ bescheiden, wie wir gleich hören werden. Es gibt aber noch Pico TTS, das entstammt dem Android-Projekt und klingt schon bedeutend besser. Ich würde nicht sagen, dass es menschlich klingt, aber es klingt auf jeden Fall nicht nach einer Stimme, die man benutzen kann, um kleine Kinder zu erschrecken. Und das gibt es eben auch für verschiedene Sprachen, also Englisch, Deutsch, Spanisch und so weiter ist da mit drin. Mit Nano TTS gibt es einen Fork von Pico TTS. Ich habe da jetzt keinen qualitativen Unterschied feststellen können, um ehrlich zu sein. Und dann gibt es Mary TTS und das finde ich, das klingt schon gut. Das klingt zwar nicht so natürlich wie jetzt eine Stimme von einem kommerziellen Sprachassistenten, benötigt ja auch Java, aber es gibt ein Docker-Image, das man einfach ansteuern kann. So, und jetzt haben wir hier 5 verschiedene Frameworks gesehen. Und wenn man die einfach mal alle ausprobieren will, dann kann man die zwar alle manuell installieren oder man nimmt einfach ein Tool, das sich OpenTTS nennt. Denn das ist so eine Art Multiplexer für Sprachsynthese. Da hat man eine REST-API, die kann man ansteuern und kann dann direkt sagen, welche Sprache, welcher Dialekt und welches Framework benutzt werden soll. Und auch das gibt als Docker-Image und das ließe sich in so einen Sprachassistenten integrieren. Und dann muss man nicht manuell erst die ganzen Tools installieren, man kann es direkt so nutzen. Das Ding hat auch eine Web-GUI, da gibt man hier eben einfach seinen String, seinen Text an, den man gerne aussprechen möchte, wählt hier die Sprache, wählt dann das Framework mit dem dazugehörigen Dialekt oder Stimme, gibt ja männliche und weibliche Stimmen und dann wird hier eine Web-Datei generiert, die man sich anhören kann. Und damit ihr mal so ein bisschen einen Überblick bekommt, wie man sich jetzt vorstellen muss, wie so Stimmen klingen, habe ich hier mal die eben erwähnten mal in Deutsch und Englisch für euch zusammengestellt. Hier zum Beispiel Flight, wir erinnern uns, Flight und eSpeak sind die Urgesteine. Hello, this is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Klingt schon sehr nach 80er Jahre Horrorfilm. Hello, this is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Wird mit eSpeak auch nicht besser, auch in Deutsch nicht. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Ist also eher dazu geeignet, um kleine Kinder zu erschrecken, als um einen Sprachassistenten zu bauen. Außer man will einen Assistenten, den keiner benutzen will. Pico TTS ist so eine weniger schlimme Stimme, wie ich finde. Die kann man schon ganz gut benutzen. Hi, this is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Beziehungsweise in Deutsch. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Das ist auf jeden Fall schon brauchbarer. Und Mary TTS, finde ich, ist schon echt eine passable Stimme, die man benutzen kann. Da gibt es auch verschiedene Dialekte, das finde ich ganz, ganz cool. Hi, this is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Oder eben im amerikanischen Englisch statt im britischen. Hi, this is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Oder die deutsche Version. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Für Deutsch gibt es leider keine Dialekte, also ich hätte da sehr gern eine schwäbische Sprachsynthese gehabt oder eine hessische, aber
Vielleicht kommt das ja in irgendeiner der Folgeversionen. Gut, soviel zu den Sprachsynthesesystemen. Jetzt nun zu den Frameworks, die man nehmen kann, um sich so einen Assistenten zu bauen. Da gibt es einerseits oder gab es einerseits Snips.ai, das war auch die Webseite dazu. Das war eben ein Sprachassistent, der auf Python basiert, der eben die Stimmerkennung und auch die Ausgabe direkt implementiert hat. Und man hat über so eine Online-Entwicklerkonsole, also man brauchte ein kostenloses Entwicklerkonto, konnte man das programmieren. Also das sah technisch so aus, dass man quasi online sich seinen Assistenten zusammen konfiguriert hat. Da wurde dann eben auf dem Server so ein Machine Learning-Muster eben vorgerendert. Und das kann man dann offline auf dem Assistenten installieren und konnte den dann eben benutzen. Und eigene Logik konnte man einfach in Form von Apps bereitstellen. Das heißt, man konnte dann sich eine App bauen, die dann halt Temperatur ausliest beispielsweise und das dann halt eben anwenden. Und das hat wirklich eine sehr hohe Kommandotreffsicherheit gehabt, ne? Also auch wenn man sich jetzt nicht groß Mühe gegeben hat, besonders klar und deutlich und hochdeutsch zu sprechen, hat er die Kommandos sehr gut erkannt. Das große Problem an der Stelle war halt leider, das wurde im November 2019 von Sonos gekauft und eingestellt. Ja. Das heißt, die jetzt bis zu dem Zeitpunkt hergestellten oder konfigurierten Assistenten, die kann man natürlich weiter benutzen, das geht ja offline, aber ein Update installieren oder neue Funktionen hinzufügen, das funktioniert halt leider nicht. Also ist wirklich sehr, sehr schade, dass Sonos sich dazu entschieden hat, das Open-Source-Projekt einzustellen oder den kostenlosen Service. Da lag halt das Interesse eindeutig darauf, die eigenen kommerziellen Produkte damit aufzuwerten. Schade. Gut, dann habe ich mir so Pair angeschaut oder so Pare. Das ist halt auch so ein Python-Projekt und das reagiert in Echtzeit auf Kommandos. Das heißt, es ist dieses Passive Listening. Es kann also kein Wake-Word leider. Aber das hat man hat dann die einzelnen Kommandos eingesprochen und man hat dann also das Training selbst vorgenommen und schon nach 3 Aufnahmen hat das echt eine sehr gute Trefferquote gehabt. Also relativ simpel das Teil, aber auch trotzdem gut brauchbar für so einen Assistenten. Nachteil dabei ist halt, das ist eine reine CLI-Anwendung und wenn ich eben diese Software in ein anderes Tool integrieren will, beispielsweise um Spotify anzusteuern oder um meine Steckdose an- und auszuschalten, dann muss ich das halt selbst implementieren. Und leider ist es auch so, dass die Entwicklung anscheinend stockt. Also ich habe jetzt auf GitHub keine wirklich aktive Entwicklung in der letzten Zeit gesehen. Und somit ist da auch leider die Zukunft ein bisschen unklar. Ansonsten gibt es noch Raspi. Das ist auch ein Framework auf Python-Basis. Und das liefert auch viele andere Frameworks direkt schon mit für Spracherkennung, Ausgabe und Kommandosteuerung. Also die einzelnen Frameworks, die wir gerade schon kennengelernt haben, sind da zum Teil mit drin. Und das integriert sich nativ und nahtlos in Home Assistant, was ja der eine oder andere, der Heimautomatisierung macht, vielleicht schon kennt. Und eben Node-RED, was ja auch für IoT-Projekte häufig genutzt wird. Und darüber hinaus hat es halt eben auch eine Web-Oberfläche. Und ich muss nicht irgendwas groß programmieren oder in unzähligen Config-Dateien rumfummeln, sondern ich kann das ganz komfortabel über eine Web-GUI mir zusammenklicken. Und das gibt es auch als Docker-Image. Das heißt, da muss ich jetzt nicht alles manuell installieren. Ich kann das Image einfach konsumieren und fertig. Sieht dann so aus. Ja, man hat dann hier eine Oberfläche, wo man hier zum Beispiel den Assistenten neu starten kann, neue Funktionen trainieren kann. Ich sehe auch direkt die Sprache, die ich benutzt habe. Und kann hier per Tastendruck auch den Assistenten zum Mithören zwingen. Kann aber auch eine Wave-Datei übers Mikrofon am Laptop oder am Gerät eben ansteuern, um Befehle anzusprechen oder kann auch nativ hier einfach den Text eingeben. Dann sieht man hier zum Beispiel, dass wie spät ist es, wurde in das Kommando getTime sofort erkannt und man kann es einfach komfortabel über die Web-GUI konfigurieren. Das ist eine schicke Sache, wie ich finde. Mit Naomi gibt es ein weiteres Framework, das auf Jasper basiert. Jasper wurde eingestellt, urbanen Legenden zufolge. Ich konnte das allerdings nicht nachrecherchieren, ist Jasper genutzt worden, um Cortana, also den Microsoft-Sprachassistenten, ins Leben zu rufen. Aber wie gesagt, das konnte ich nicht nachstellen. Basiert aber auf dem ursprünglichen Jasper-Code, der leider brach liegt seit mehreren Jahren, wurde jedoch stark erweitert. Also seit 2014 gibt es das Tool, da wird auch sehr aktiv dran entwickelt. Und es gibt derzeit Code für Linux, für einen Raspberry Pi und auch für eine VirtualBox Appliance. Und in Zukunft, wie es aber auch geplant, für Mac und für Windows und für Docker eben Builds zu planen. Also so ein Docker-Image fände ich da sehr hilfreich an der Stelle. So, und das Tool kann eben Deutsch, Englisch und Spanisch
Und es kann Wake Words, aber es kann auch Passive Listening. Und das integriert sich beispielsweise in Wetter mittels WWIS, also so eine API, so ein Tool dafür. Und es kann aber auch E-Mails abrufen und kann einen dann darüber informieren, dass eine neue E-Mail eingegangen ist. Und wenn man mit dem MPD, also diesem Music Player Theme, den der ein oder andere vielleicht schon mal gehört oder benutzt hat, da kann sich es integrieren und kann dann eben auf Sprachkommando hin aus der Musikbibliothek ein bestimmtes Stück abspielen oder Start, Stopp, Pause, nächster Song. Das wäre dann machbar. Ich habe mir das mal in der Visual Box angeschaut, aber das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Also Mikrofon hat definitiv funktioniert, Soundausgabe auch, aber nicht mal die englische Spracherkennung hat bei mir funktioniert. Deswegen kann ich es nicht wirklich bewerten, ob das Tool was taugt, weil bei mir hat es leider nicht funktioniert. Was ich allerdings im Einsatz habe, ist die Kombination aus Raspi und aus Node-RED. Das sieht bei mir so aus, dass ich die beiden kombiniert habe. Vielleicht kurz zum Thema Node-RED. Das ist ein Tool, mit dem man eben grafisch vernetzte Systeme entwickeln kann. Ja, es ist also gerade für IoT-Projekte ist das ein sehr spannendes Thema. Da ist es nämlich so, dass ich eben die Programmabläufe, die Flows direkt im Webbrowser entwerfe und ich eben nicht den ganzen Tag da irgendwie Code schreiben muss. Und die Systeme, die werden dann mit Standardprotokollen per Baustein, das nennt Node-RED eben Node, vernetzt. Und da kann man eben so Dinge tun wie die Standardprotokolle TCP, UDP, MQTT, HTTPS und WebSocket. Und die einzelnen Nodes, die kann man auch mit JavaScript-Code eben nochmal steuern. Das heißt, ich muss schon ein bisschen coden, aber es ist sehr überschaubar. Und so ein Flow kann ich halt auch als JSON wieder exportieren und es gibt so einen Online-Katalog mit mega viel Erweiterungen. Sieht grafisch dann so aus. Hier ist so ein Workflow bei mir aus dem Lab. Da wird per MQTT werden zwei Sensoren ausgelesen, nämlich einmal Bartemperatur und Bartluftfeuchtigkeit. Das wird dann hier einmal per Debug ausgegeben auf der Kommandozeile, wird hier aber auch in zwei Variablen gespeichert, Bartemperature und Barthumidity. Und wenn jetzt so der Schwellwert der Luftfeuchtigkeit so hoch ist, also höher als 50%, dann wird hier so ein E-Mail-Text vorformuliert und einmal alle halbe Stunde wird dann eine E-Mail geschickt, dass ich doch mal das Bad lüften soll. Ja. Und das ist hier alles einfach per Drag and Drop, wird es aneinander geflanscht und hier werden Leitungen zwischen den Bausteinen eben gesetzt und dann kann man hier pro Bauteil sich zusammenklicken, was das Teil machen soll und gegebenenfalls ein bisschen JavaScript-Code mit einfließen lassen. Ansonsten, ich nehme dafür einen Raspberry Pi 3B, den ich halt noch rumliegen hatte, habe dieses ReSpeaker Mic Array draufgesteckt und benutze Ubuntu 2004, weil eben Raspberry und Buster leider immer noch kein 64-Bit kann, zumindest nicht stabil, das kommt jetzt erst. Und dann habe ich darauf eben Docker installiert und habe da eben Raspberry in einem Docker-Image, Node-RED in einem Image. Ich habe hier auch noch MQTT für meine Sensoren, das braucht man also nicht unbedingt, das mache nur ich, damit die Sensoren eben angesprochen werden können. Und mit Joke API und Radio API gibt es zwei Container, die halt eben schlechte Witze per API erzählen oder so ein Online-Radio per API ansteuern. Ja. Und um sowas aufzubauen, reicht es, wenn man so ein Image auf SD-Karte flasht, dann Updates installiert und die einzelne Anwendung installiert, also den Treiber für das Mic Shield, dann Docker installieren, die einzelnen Docker-Container über Docker Compose bereitstellen und Firewall konfigurieren. So, und weil ich ein fauler Mensch bin, habe ich das einmal konsequent in Ansible umgesetzt und habe das auf GitHub hochgeladen und konnte dann so innerhalb von 15 Minuten einen zweiten Sprachassistent haargenau gleich so konfigurieren. Könnt ihr euch hier also gerne anschauen. Sieht technisch dann so aus, ich habe es mal versucht hier einfach darzustellen. Hier unten in dem Kasten haben wir den Raspberry Pi, auf dem läuft halt ein Ubuntu. Auf dem Ubuntu ist ein Docker Container Engine installiert. Und hier in blau zu sehen sind die einzelnen Container, die miteinander kommunizieren. Ja? Also der Raspberry Container ist eben hier der Sprachassistent, der kann eine Verbindung herstellen zu Node-RED. Und Node-RED wiederum kann dann beispielsweise über eine REST-API das Radio an- oder ausschalten oder kann eben MQTT benutzen, um den Temperatursensor in den einzelnen Zimmern anzusteuern oder auszufragen. Und Node-RED kann auch nativ direkt auf das Internet zugreifen, um beispielsweise die Internettemperatur rauszufinden. Also die Temperatur über das Internet, so rum. Hier so ein Beispiel für den Docker Compose für Raspi. Da wird hier eben einfach
das Image, das man auf DockerHub findet, referenziert in einer konkreten Version 2.5.5. Dann gibt es eine Port-Weiterleitung. Dann gibt es lokal den Ordner Profiles, in dem eben dann die Profildaten für die deutsche Sprache drin liegen. Und einmal wird hier das DevSND-Device, also die Soundkarte, durchgereicht an den Container, damit eben der Raspi-Container das Mikrofon-Shield benutzen kann und aber eben auch Töne ausgeben kann über die 3,5 Zoll Klinke. Und hier eben als Parameter mit DE wird eben deutsche Sprache angegeben. Hier müsste man dann so eine andere Sprache einstellen. Ansonsten, Node-RED sieht ähnlich aus, ähnliches Prinzip, anderes Image, auch wieder ein Port, der weitergeleitet wird und fertig. Dann habe ich ein paar Kommandos definiert, zum Beispiel getTime, also in eckigen Klammern immer der Kommandoname und dann möglicher Beschreibungen. Also getTime wird ausgelöst, wenn ich sage, wie spät ist es oder eben auch, welchen Tag haben wir. Mit telljoke wird dieser schlechte Witze-API angesteuert und da reicht es eben einfach, erzähl einen Witz zu sagen. Und schon wird man mit einem peinlichen Witz gestört. Dann gibt es Play Radio, da kann man eben dann das Radio anschalten. Ja, und so habe ich das eben die einzelnen Funktionen in Kommandos umgesetzt. Get Temperature, Außentemperatur beispielsweise, oder ganz aktuell, wie viele Corona-Fälle gab es heute? Da wird dann eben eine Corona-API im Netz angesteuert, die dann die Fallzahlen für Deutschland mit den RKI-Werten vorliest zum Beispiel. Man kann allerdings auch etwas komplexere Kommandos definieren, zum Beispiel hier get temperature in room. Da ist es so, da gibt es Satzfragmente, wie ist die Temperatur in der und dann Raumname. Also es ist ja so ein bisschen wie eine Variable gehalten. Ja. Raumname kann dann sein Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Bad, Wohnzimmer, Küche. Und wenn ich jetzt sage, wie ist die Temperatur im Bad oder in der Küche, dann löst es das gleiche Kommando aus. Nur wird dann halt als Parameter der Raumname noch übergeben. Und da halt eben verschiedene Satzmöglichkeiten, ja, also wie ist die Feuchtigkeit oder wie warm, wie kalt ist es, wie feucht, wie trocken ist es und dann eben der Raumname. Das funktioniert dann in verschiedenen Kombinationen. So, und Node-RED benutze ich, um so einen Intent-Handler zu erstellen. Das heißt, es ist ein Flow, der einfach per Webserver auf JSON lauscht und der empfängt dann den erkannten Intent von Raspi. Das heißt, Raspi schickt einen JSON-String an den Webserver und da sind dann Metainformationen drin, zum Beispiel Kommandoname und Parameter, also get temperature in room und bad beispielsweise. Der Händler steuert dann halt eben die Logik je nach Kommando, das heißt, liest dann die Temperatur aus oder schaltet das Radio ein und liefert dann ein Ergebnis zurück an den Raspi. Das heißt, da wird dann ein JSON-Text zurückgegeben, wo dann zum Beispiel der Satz, der vorgelesen werden soll, drinsteht. Also im Bad sind es so und so viel Grad. Oder wenn das Kommando nicht erkannt werden konnte, dann kommt halt eine Fehlermeldung zurück. Ja, und den Text liest dann halt Raspi einfach vor mit Sprachsynthese. Hier mal so ein Überblick für die Funktion, die ich drin habe. So sieht der Händler aus. Hier ist der Webserver, Detect Intent, der lauscht dann auf den JSON-String und der guckt dann, ist hier ein einfacher Case-Abfahrer, die guckt dann, welches Kommando eben erkannt wurde und welche Parameter und gibt dann zum Beispiel Uhrzeit und Datum aus oder fragt im Internet nach dem aktuellen Wetter, formuliert einen Satz, der dann eben als Antwort gesendet wird oder hier beim Joke wird dann halt eben hier die Witze-API angesteuert. Der Witz in den Satz verbaut und vorgelesen oder Radio angeschaltet und ansonsten, wenn das Kommando nicht erkannt wurde, wird dann halt eine passende Fehlermeldung ausgegeben. Und um das zu verknüpfen, ist es relativ einfach. Da muss man nur im Raspi Backend kann man den Intent-Händler Remote URL-Server eintragen. Da gibt man dann einfach von diesem Flow, den wir in Node-RED dann gebaut haben, die URL an. Also HTTP, IP-Adresse, Port, Schrägstrich, Intent, so habe ich den genannt. Und wenn man das Ganze programmiert, kann man halt eben auch hier so einen Funktionstest via Curl machen. Ja, vielleicht hier so ein Beispiel, so ein Intent, so sieht der JSON-String aus, den Raspi eben an Node-RED schickt. Da gibt es hier Intent, Intent-Name, da ist dann der Kommandoname mit drin. Und hier ist dann aber auch mit Text der konkrete Text drin, der gerade über die Spracheingabe erkannt wurde. Ja? Und in Tokens sind dann die einzelnen Worte drin. Das heißt, hier wäre dann auch, wenn ich jetzt sage,
Raumtemperatur Bad, dann würde hier halt eben Bad mit drin stehen und dann kann man das als Parameter abfragen in JavaScript. Und ansonsten sind hier noch ein paar Informationen, wie lange das gedauert hat und welcher Engine dafür benutzt wurde. Gut, genug der Worte. Jetzt wäre es mal an der Zeit, das auch mal in der Demo zu zeigen. Jetzt ist es technisch dieses Jahr leider relativ schwierig, dadurch, dass das alles online stattfindet. Aber ich habe euch ein Video aufgenommen, wo ich alle Funktionen, die ich gerade gezeigt habe, auch mal demonstriere. Und das spiele ich jetzt einfach mal vor. Terminator. Außentemperatur. Draußen ist es 30 Grad warm. Terminator. Erzählt einen Witz. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer. Und warum? Sie verputzen ganze Häuser. Terminator. Filmzitat. Aufgrund deines Pupillenreflexes, deiner Haupttemperatur und deiner Motorik errechne ich eine 83% Wahrscheinlichkeit, dass du den Abzug nicht betätigen wirst. Terminator. Wie viele Corona-Fälle gab es heute? Heutige Fälle, 656. Heutige Tode, 5. Terminator, wie warm ist es im Bad? Raumbad ist 26 Grad warm. Die Feuchtigkeit liegt bei 55%. Terminator, Fehler. Dem kann ich nicht Folge leisten. Terminator, spiele Radio. Edison Chains und Pearl Jam. Und genau von letzteren gibt es jetzt das punkige Spiel. Ja, also ihr seht, das funktioniert ganz gut. So ab und zu funktioniert das Wake-Word nicht so ganz. Also wenn gerade ein Kommando ausgeführt wurde, dann dauert es bei einem Pi 3 zumindest ein paar Sekunden, bis er wieder aufnahmebereit ist. Aber prinzipiell funktioniert das schon ganz gut, finde ich, für eine Eigenbaulösung, die komplett ohne Cloud auskommt. Ja, was kann man da noch Schickes machen in der Zukunft? Also es wäre schön, wenn ich die RGB-LEDs beim erkannten Wake-Word irgendwie ansteuern kann. Da muss ich mal gucken. Und jetzt relativ neu ist in Raspi auch dieses Dialog-Management mit drin. Und das ermöglicht halt auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten. Weil ich kann dann zum Beispiel sagen, wie wird das Wetter? Dann fragt der Sprachassistent nach, ja wann denn? Heute, morgen, übermorgen? Oder ich kann sagen, schalte Gerät aus. Dann fragt der Assistent, welches denn? Oder wenn man einen Witz erzählt bekommen hat, soll ich noch einen Witz erzählen? So ein Tee-Timer wäre auch denkbar, dass man sagt, stell den Timer, dann wird nachgefragt, wie viele Minuten. Und es gibt dieses Spiel zum Personenerraten, wo man sich eine Person ausdenkt und dann wird halt mit Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantwortet, versucht, diese Person zu erraten. Also Akinator heißt das Teil. Ist auch bei den kommerziellen Assistenten mit drin. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch, das wäre halt cool, wenn man das da noch mit drin hätte und vielleicht am Ende dann auch noch so ein schickes Gehäuse hätte, weil jetzt, ihr habt es gesehen, liegt die Platine bei mir ein bisschen langweilig auf dem Boden rum und eine JBL-Box nebendran, das in so ein Gehäuse reinpacken und drucken, das wäre halt cool. Ja, ansonsten habe ich euch hier noch ein paar Links zusammengepackt. Ich habe über das ganze Thema eine Blogartikelserie geschrieben und schreibe die auch noch. Aktuell sind es 4 Teile. Da ist wirklich Schritt für Schritt alles erklärt, wie das funktioniert und wo man was irgendwie konfigurieren muss. Dann habe ich einen Ansible-Playbook dafür geschrieben, um das eben automatisiert hochzustellen. Dann gibt es eine sehr interessante Arbeit von Peter Flock und Helge Speaker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, also ganz passend hier auch zur Konferenz. Die haben das mal ein bisschen beleuchtet, wissenschaftlich, wie das überhaupt funktioniert. Und das finde ich äußerst interessant, weil dann versteht man, dass es halt kein einfaches Thema ist, sondern dass es schon sehr komplex ist. Ansonsten hier noch ein paar Bücher. Wer sich über das Thema Datenschutz noch ein bisschen informieren will, da gibt es von Claudia Zotzmann-Koch ein Buch, das auch für Nicht-Techies ganz interessant ist. Da geht es ein bisschen darum, wie man den Datenschutz verbessern kann und wo halt eben der Datenschutz, ohne dass man es mitbekommt, nicht so ganz eingehalten wird. Wer das ein bisschen mehr wissenschaftlich beleuchten will, da gibt es ein sehr gutes Buch von Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Das ist wirklich sehr wissenschaftlich, also
Danach ist man auch wirklich niedergeschlagen und traurig. Und da empfehle ich Quality Land von Marc-Uwe Kling, was das Ganze sehr lustig teilweise darstellt, aber auch einen so ein bisschen wachrüttelt, das Thema Datenschutz ein bisschen mehr zu betrachten in der Zukunft. Ansonsten danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen, wenn ihr denn welche habt. Ja, vielen herzlichen Dank, Christian, für deinen aufgenommenen Talk. An die Teilnehmenden, ihr könnt Fragen stellen, gerne per Chat oder auch per Mikrofon, das werde ich jetzt gleich noch. Speichern. Ich versuche gerade, die Teilnehmer freizuschalten. Genau, dann vielen Dank schon mal für die Fragen. Zwischendrin kamen ja schon per Chat einige. Und hier ist auch schon eine Frage, nämlich die Frage, ob ich beim Aufbau mit den Docker-Containern bemerkt hätte, dass die Performance sehr eingebrochen ist beim Raspberry Pi 3. Also man merkt natürlich schon, dass es performancetechnisch einen Unterschied zwischen dem Pi 3 und dem Pi 4 gibt. Aber die Demo, die ich euch aufgenommen habe, die ist auch mit dem Pi 3 zustande gekommen. Also das geht auf jeden Fall von der Performance. Wenn man den Pi 4 nimmt, dann ist die Reaktionszeit meistens noch ein bisschen besser. Beantwortet das deine Frage? Hilft dir das weiter? Ich schätze erstmal ja, ansonsten kann der Teilnehmer sich melden. Genau. Willst du weiter den Chat beantworten erst oder sollen wir? Okay, dann. Kann man mich denn hören? Ja, man kann dich hören. Perfekt. Magst du die weitere nächste Frage stellen? Ah, okay, dann muss ich neu verbinden. Hallo? Kann man mich denn nun hören? Ja, man also kann dich. Ich höre dich auch. Okay, dann hört jeder ihn. Stell gerne deine Frage. Ja, und zwar würde mich interessieren, ich bin im Moment an einem Projekt am Basteln, einen Sprachassistenten für Schweizerdeutsch. Habe das begonnen mit Mycroft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Mycroft AI. Aber da ist die Sprachunterstützung für Deutsch ziemlich schlecht. Ich wollte das mal laufen lassen hier auf einem Intel-Prozessor, also auf so einer Asus Pandit. Und der hat ja so reichlich Power. Was würdest du da am ehesten empfehlen, auch wegen dieses deutschen Dialekts, dieses Schweizerdeutsch? Hast du da eine Idee? Aua. Wir hören dich, Christian. Christian? Okay, er hat geantwortet. Die Antwort ist, da es gerade anscheinend Audioprobleme gibt, performancetechnisch ist der PI 3 ausreichend, aber der PI 4 ist ein kleines bisschen schneller. Wir verstehen dich aber komplett. Du kannst auch reden, wir hören dich tippen. Ah, okay. Weil bei mir hatte gerade das Auto die ganze Zeit nicht funktioniert. Deswegen hatte ich das auch sicherheitshalber nochmal geschrieben. Also wir hören dich komplett. Deswegen stell einfach deine Fragen. Danke. Stell dir die Antwort. Gerne. Ja genau, ich hatte es ja gerade schon mal geschrieben. Also Pi 3 geht performancetechnisch auch. Pi 4 ist ein kleines bisschen schneller, wenn man einfach ein bisschen... Okay. Super.
Ja, jetzt hattest du leider Aussetzer. Tag zusammen. Dann kam jetzt eben gerade noch die Frage, ob ich mal OpenHAB anstelle von Node-RED mal ausprobiert hätte oder das Zapier-Framework. Tatsächlich nicht, muss ich sagen, weil ich was gesucht habe, um schnellstmöglich einfach mal loszulegen. Und da erschien mir OpenHAB und auch Home Assistant als relativ komplex. Und das wäre auch einfach zu viel das Guten gewesen für meinen Use Case. Also ich will ja wirklich nur einen relativ simplen Sprachassistenten und habe kein vollständiges Home-Automation-System zu Hause. Deswegen habe ich versucht, eine möglichst simple Lösung zu benutzen. Aber Home Assistant wird beispielsweise nativ unterstützt. Das kann ich auch direkt verknüpfen im Backend. Bei OpenHAB gibt es, glaube ich, ein Plugin dafür. Und wer den Server versehentlich auf Englisch aufgesetzt hat, man kann das auf Deutsch stellen. Man muss lediglich beim Starten des Containers, da gibt es den Schalter --profile. Und wenn der eben auf EN steht oder keinen Wert hat, dann genügt es da auf DE zu gehen und dann wird beim nächsten Neustart entsprechend die Sprache auch auf Deutsch umgestellt. Gerade gab es jemand, der noch eine Frage per Mikrofon stellt. Hier kam gerade noch die Frage, ob der DIY Voice Assistant, also das GitHub Repository, das ich verlinkt habe, ob das prinzipiell auch auf Intel CPUs ausgeführt wird. Also das Playbook enthält relativ wenig für den Raspberry Pi Spezifisches. Da ist einerseits mal der Seed Mic Shield Treiber mit drin. Das könnte man in dem Playbook auch ganz einfach ausklammern. Ansonsten wird da eine Rolle referenziert, um Docker CI zu installieren. Die sollte auch auf Intel x86 funktionieren. Deswegen glaube ich, wenn man da einfach nur den Soundkartentreiber rausnimmt, dann sollte das auch auf einem Intel-Prozessor funktionieren. Die Vortragsfolien wurde gerade schon gefragt. Die habe ich im FROP hinterlegt. Da ist die URL https://frop.foscon.de. Und beziehungsweise ihr seht das auch, wenn ihr auf program.foscon.de geht. Da gibt es ja Informationen zu jedem Vortrag, wer der Speaker ist und weiterführende Links. Und da sollten dann jetzt auch, nachdem die Kollegen das freischalten, sollten die Slides zu sehen sein und ihr könnt die einfach als PDF runterladen. Ich glaub. Dann kam eben gerade noch eine Frage, ob es Überlegungen gibt, das Projekt mit mehreren Benutzern auszubauen, so in Richtung Sammelbestellung für Hardware. Also prinzipiell, das Ganze ist auf GitHub verfügbar. Also das könnt ihr sehr gerne forken und da auch eure eigenen Projekte draus schnüren. Wenn ich das richtig verfolgt habe, gibt es noch eine Frage aus dem Chat. Musst du immer so übertrieben deutlich mit dem Terminator sprechen oder war das nur für die Demo? Hast du meine Frage verstanden? Christian? Also, ich kann meinen Dialekt natürlich nicht ganz verstecken, wie man vielleicht hört. Das funktioniert normalerweise auch ganz gut. Also, auch wenn man einen Dialekt hat, kann man eigentlich den Assistenten ganz gut fernsteuern. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Mikrofon-Shield, was du drauf hast. Du benutzt jetzt eins von WeSpeaker, ist das richtig? Bin ich sicher, ob man mich hört? Doch, man hat dich gehört. Ich glaube, der Christian braucht immer ein bisschen Zeit, bis er das bei sich hört. Ah, okay. Genau, jetzt kann ich euch wieder hören. Hier gab es anscheinend gerade ein Problem mit der Audiofreigabe. Aber ich kann dich hören, Erik. Ah, sehr gut. Also du benutzt ja den ReSpeaker-Shield quasi. Hattest du da Probleme mit den Audiotreibern? Eigentlich gar nicht. Also es gibt da ein GitHub-Repository von dem Hersteller und da liegt ein Shell-Skript. Das referenziere ich auch in diesem Ansible-Playbook. Ja. Und das lädt eben den Kernel-Quellcode runter, den Treiber-Code und kompiliert das auch vollständig. Das Einzige, was man da so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, da wird einen apt-Lock auf die Kernel-Version gesetzt.
Also anscheinend lässt sich der Treiber nicht mit allen Versionen des Linux-Kerns kompilieren. Aber ansonsten, wenn man das Skript einfach ausführt, funktioniert das einwandfrei. Ja. Ich habe nämlich letztes Jahr versucht, mir auch einen Sprachassistenten aufzusetzen, allerdings auf dem Respeaker Core 2. Das ist halt auch ein Chip-Computer, der halt direkt schon das Microphone Shield, auch 6 Mikrofone direkt mit on board hat. Als Software habe ich es mit dem Snips probiert und da bin ich gescheitert tatsächlich. Ich habe die Treiber nicht installiert bekommen und danach bin ich auf ein Minecraft-System gegangen. Das ging eine Zeit lang recht gut, aber dann habe ich auch immer wieder Audio-Treiber-Probleme bekommen. Okay, also hat bei mir tatsächlich funktioniert. Ich habe das getestet, einmal mit Raspbian Buster und einmal mit Ubuntu 20.04. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es unter Arch aussieht, unter CentOS, SUSE etc. Da weiß ich nicht, was du benutzt hast. Okay. Vielleicht funktioniert es ja mit einem Debian-basierten System. Danke sehr. Gerne. Dann kam jetzt hier gerade noch die Frage, wie man das nochmal auf Deutsch umstellt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Da gab es ja eben gerade Audio-Probleme. Es gibt den Schalter --profile, mit dem man eben den Container startet oder wenn man es nativ installiert, die Software eben. Wenn der Parameter nicht gesetzt ist, dann ist der auf en per Standard. Und wenn man das eben auf de stellt, dann wird das entsprechend auch mit deutscher Unterstützung gestartet. Dann kam gerade noch die Frage, wofür man denn 6 Mikrofone braucht an so einem Mic Shield. Kann ich auch nicht so ganz beantworten. Also ich fand, 4 war eine gute Schnittmenge, weil 2 Mikrofone ist dann ein bisschen problematisch, wenn man größere Räume hat. Und 6 Mikrofone ist dann vermutlich besser geeignet, wenn man wirklich sehr große Räume hat, die man da abdecken möchte. Und 4 fand ich preis-leistungstechnisch war ein guter Mittelwert und hat auch bei den Tests sehr gut funktioniert. Da ist noch eine Frage reingekommen, glaube ich. Da langsam am Blick auf die Zeit, wir den Raum langsam schließen müssten, wäre es, glaube ich, angebracht, noch eine Frage etwa zu beantworten. Genau. Welche Frage meinst du jetzt konkret? Das war nur ein Kommentar, Entschuldigung. Okay. Also gibt es noch eine Frage? Wir würden noch eine Frage beantworten. Alles klar. Dann vielen herzlichen Dank, Christoph, für deinen Vortrag und einen schönen Tag noch. Gerne, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das tolle Feedback. Wenn noch Fragen im Nachgang sind, sehr gerne über GitHub und Twitter und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den weiteren Vorträgen der FrostCon.